Aber es hat eben nicht nur Spuren von Huf gehabt, sondern auch eine Menschenspur. Ah, eine Menschenspur? Ja, Fußabdrücke. Mhm. Also Schuhabdrücke. Ganz spezielle. Ich habe die gerade gefötelt und dann bin ich in den Wald rein. Aha. Aber zumal hat es keine Spuren mehr gehabt. Mhm. Dafür habe ich etwas gehört. Mhm. Wahrscheinlich hat jemand gesagt, du sollst jetzt ein bisschen Fische machen mit ihm zum Morgen. Nein, die Lara und ein paar andere Kinder sind da. Mhm. Die haben etwas gesucht. Das gestohlene Rössli? Nein, eine Halskette. Die Lara hat ihre Halskette verloren und die haben sie eben gesucht. Im Wald? Ja, genau. Also, es ist nicht nur ein Rössli verloren gegangen, sondern auch noch eine Halskette. Das Rössli ist gestohlen worden und die Halskette ist verloren gegangen. Ja, das sind mir Sachen. Mhm. Und dann hast du dieser Lara geholfen, ihre Halskette zu suchen. Nein, aber ich bin dann wieder heimgegangen. Und am anderen Morgen habe ich in der Zeitung gelesen, dass die Polizei den Rössli-Räuber gefangen hat. Dann ist ja alles gut rausgekommen. Ist es eben nicht. Wenn sie doch den Rössli-Räuber gefangen haben. Weisst du, wer es war? Nein. Der Georg, der Landstreicher. So, so, der Landstreicher Georg. Ja! Dann ist ja jetzt eben doch alles gut rausgekommen. Dann kannst du ja jetzt gut zähbauen. Der Georg war aber gar nicht der richtige Rössli-Räuber. Ich bin dann sofort auf den Polizeiposten gerannt.